Moinsen, ihr Füchse da draußen, willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder herzlich zurück zu Emderer. Ich habe mir gerade einen neuen, frischen Kaffee zubereitet und ich würde sagen, wir können jetzt mal munter weitermachen. Im letzten Part haben wir fleißig in der Arena gekämpft, ein paar Gesichter umgestaltet, bis dieser Unbekannte auf uns aufmerksam geworden ist und uns für ein kleines, intimes Gespräch entführt hat. Und wir setzen das Ganze dann jetzt mal fort. Und wie würdet ihr den Vater dazu bewegen, ausgerechnet mich anzuheuern? Indem ihr etwas Ungewöhnliches leistet. Okay. Wie ihr euch denken könnt, hat Iralate ihren Zirkel an Halsabschneidern und Söldnern, wenn sie mal welche benötigen. Aber wenn wir etwas tun, was den Vater, oder besser gesagt seinen ersten Seher beeindruckt, könnte ihn das überzeugen, euch für die Mission anzuheuern. Ich weiß, wie ungewiss das klingt. Mhm. Aber es ist die einzige Chance, die wir haben. Also, was ist? Ja oder nein? Ja, na schön, ich helfe euch, aber ich hoffe, es lohnt sich. Kein Interesse, ich will da nicht mit hineingezogen werden. Die Sache klingt interessant, ich bin dabei. Ja, ich werde euch helfen. Wenn das stimmt, was ihr sagt, muss der Vater sterben, das ist das Richtige. Ja, sorry, ich habe gerade eine Karotte gegessen und ich verarbeite sie gerade noch in meinem Inneren. Einen Moment, da muss noch ein, auf so eine Karotte, da muss noch ein Schluck Kaffee drauf, wie sage ich das? Hm. Dann geht es auch schon. Ich sag mal, die Sache klingt interessant, ich bin dabei. Komm. Ah, nee, komm, das da. Das Richtige. Ja, das ist es. Dann trefft mich in 2 Stunden auf dem Arenaplatz am Klagebaum. Ich habe einen Plan. Ah, und hier. Damit könnt ihr schneller hierher zurück, falls ihr vor unserem Treffen noch einmal an die Oberfläche müsst. Wir sehen uns. Rolle Teleport nach Unterstadt. Barackenplatz 3 wurde im Inventar hinzugefügt. Okay, also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass diese am Anfang doch so stumpf wirkende Arena-Fresse-Quest sich dann doch jetzt noch so intensiv entwickelt. Voll gut. Insofern danke an den Falken, der meinte, Fuchs, Alter, geh da mal hin. Guck dir das mal an, weil ich habe echt mit Absicht diese Arena-Quest ausgelassen erstmal. Ich hätte die noch gemacht, so oder so. Aber ich habe sie erstmal weggelassen, weil ich hasse Arena. Ich hasse sowas. Aber war ja gar nicht so schlimm. Vor allem jetzt nicht mehr, wo wir so gut gelevelt haben schon. So, schön am Puff vorbei. Treffen wir uns mal mit ihm am Klagenbaum. Das klingt ja schon schön, aber das bedeutet ja, wir haben noch eine richtig dicke Questline hier. Das ist bestimmt nochmal wieder mindestens genau so ein Ding wie jetzt das mit Jasper und Co. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Und bedeutet natürlich, wir entfernen uns mal wieder von der Main Quest, aber das ist in Ordnung. Die Geschichte ist wieder super, super spannend. Und wir dürfen gespannt sein, wie sich das entwickelt hier. Ich bin da jetzt tatsächlich ganz interessiert und will mehr erfahren. So, ich muss euch echt gestehen, Hyrule Warriors ist herausgekommen, das neue, Zeit der Verheerung. Und es ist von der Framerate her noch ein bisschen besser geworden als die Demo. In der Demo war ja richtig Vollkatastrophe. Hab dann ein schönes YouTube-Video gefunden, wo einer erklärt, warum das so scheiße ist und wie einfach man es hätte lösen können. Das regt dann natürlich noch mehr auf. Und bin aber zufrieden, dass sie ein bisschen gedreht haben. Es ist immer noch nicht super. Also ich glaube, Multiplayer braucht man immer noch nicht versuchen. Aber Singleplayer läuft inzwischen okay. Und ich könnte auch das jetzt spielen. Aber nein, Enderal hat mich sogar wirklich davon noch mal wieder... Also Enderal ist momentan so spannend. Da will ich einfach wissen, wie es weitergeht. Und freue mich immer drauf, wenn wir dann wieder aufnehmen. So. Da bist du ja. Da seid ihr ja. Bereit? Ja, sicher. Ihr tragt ja gar nicht die Gewänder der Ralata. Warum? Ne, wissen. Was hat das mit diesem Baum auf sich? Baum? Ach ja. Ah, ja klar. Das ist der Klagebaum. Die Unterstädter glauben, dass der schwarze Wächter einmal pro Jahr den armen Seelen hier unten einen ihrer Wünsche erfüllt, wenn sie ihn als Zettel an den Baum heften. Abergläubischer Schwachsinn natürlich. Ebenso gut könnten sie Wunschzettel an den Zuckerinselbund schicken. Naja, aber manchmal helfen solche Traditionen halt, ne? Hm, manchmal hilft auch schon der Glaube an eine höhere Macht, sag ich ja. Hä, ich bin mal bei, sag mal, verstehe. Wie auch immer. Wie sieht's aus? Bereit? Ihr tragt ja gar nicht euer Gewänder, der Ralata. Warum? Ja, warum wohl? Damit er nicht erkannt wird, aber ich frag ihn trotzdem, komm. Weil ich nicht auffallen will. Wenn mich jemand erkennt, ist das nicht weiter schlimm. Aber ich will unnötige Aufmerksamkeit vermeiden, wo es nur geht. So eine in schwarz gehüllte Gestalt, die irgendwo unauffällig wogegen lehnt, ist immer sehr unauffällig. Okay, bereit. Wie ist denn der Plan? Erstmal eine Frage. Ist euch die Nacht der stummen Töchter ein Begriff? Nein. Nie gehört. Ein Ereignis an der Bauernküste, das vor ungefähr 20 Jahren stattgefunden hat. Es war im Hochsommer.
und die Bauern hatten nach einem anstrengenden Erntetag die Lichter gelöscht und sich schlafen gelegt. Plötzlich tauchten überall vermummte Gestalten auf, mit Stahlmasken vom Gesicht und brachen in die Häuser. Okay. Wer schrie oder sich ihnen in den Weg stellte, wurde getötet. Die meisten Häuser durchsuchten und verwüsteten sie lediglich, um sie dann wieder zu verlassen. Aber jede Familie, die eine Tochter zwischen 12 und 16 Wintern hatte, hatte weniger Glück. Insgesamt 10 Mädchen wurden von den maskierten Gestalten in dieser Nacht entführt und davongetragen. Die Mädchen fand man eine Woche später. Sie lagen nackt auf der Groschenstraße, verstümmelt. Ihre Augen zugenäht. Jede Meile eines. What the fuck? Aber warum? Und die Garde hat nichts getan? Sie haben es versucht. Aber die paar Bauerngardisten, die rechtzeitig dort waren, hatten keine Chance. Diese Maskierten waren Assassinen. So tödlich wie erstarrte und so brutal wie verloren. Aber wer macht denn sowas? Aber warum? Tja, genau weiß das bis heute niemand. Aber es gibt einige Mutmaßungen. Sind euch die Schwarze Waage und Jael Gerberson ein Begriff? Der Schlechter von Ark? Der Schlechter von Ark hilft mir. Das war dieser Serienmörder, richtig? Der sich später das Leben genommen hat. Ja. Gerberson behauptet in seiner Autobiografie zu einem Kult gehört zu haben, der sich die Schwarze Waage nannte. Oder nennt. Bis heute gibt es noch Gelehrte, die seine Existenz abstreiten. Aber laut ihm verstehen sie sich als eine Art Macht, die dafür sorgt, dass das Böse und die Sünder dieser Welt nicht Überhand gewinnen und so die Waagschalen im Gleichgewicht hält. Das Böse soll in Schach gehalten werden, indem man unschuldige Mädchen ermordet und denen die Augen zunäht. Tja, hier wird es skurril. Eigentlich waren die Mordaufträge der Schwarzen Waage, die Missionen, immer nur auf die beschränkt, die schon gesündigt hatten. Tyrannen, Vergewaltiger, Mörder. Deshalb hat die Attacke an der Bauernküste für die meisten Leute keinen Sinn ergeben, bis heute. Aber der Vater hat eine Theorie. Der Vater weiß also mehr über die Schwarze Waage als das, was im Schlechter steht? Er hat ein lebhaftes Interesse an dem Thema. Sagen wir es mal so. Er konnte Dinge über die Waage erfahren, die noch nie zuvor nach außen gedrungen waren. Aber dazu kommen wir später. Was? Du kannst mich doch nicht anfüttern und dann nicht mehr weiterreden. Okay, auch über ihre Auftraggeber? Na, die Priester, also die höchsten Brüder der Waage, sehen die Opfer angeblich in den Träumen eines heiligen Kindes, das irgendwo in einer ihrer Bastionen schläft. Namen und Gesichter werden dann feinsäuberlich in ihren Missionen vermerkt und an die Assassinen weitergereicht. Von da an ist es dann einfach. Wer in den Missionen steht, stirbt. Ja, das ist easy, ne? Und die Assassinen führten die Morde aus, ohne sich zu fragen, warum es plötzlich unschuldige Opfer geben sollte? Der Witz ist, dass das Kind nicht nur die Gabe hat, bereits existierendes Böses zu sehen, sondern auch Böses, das noch im Entstehen ist. Irgendetwas hat dazu geführt, dass es seine Opfer nun viel früher auswählt. Ein Junge wird ertränkt, bevor er als Mann zum Tyrannen wird. Ein Mädchen, bevor es als Frau ein Monster gebärt. Es ist abscheulich, widerlich, krank, ja. Aber für die Schwarze Waage sind ihre Missionen heilig. Die Träume des Kindes sind allwissend. Hey, das ist doch absurd. Sie töten 10 junge Frauen und denken, sie tun der Welt damit einen Gefallen? Gut, nur nochmal zum Verständnis. Sie glaubten also, diese Mädchen würden einmal Verbrecher gebären. Scheint so. Und laut dem Vater waren sie nicht nur einfache Mörder, sondern Boten des Endes, was auch immer das bedeuten soll. Okay. Verstehe. Okay, das ist doch absurd, sie... Scheinbar. Verstehe. Und was hat das alles nun mit der Ralata zu tun und dem, was wir hier machen? Ganz einfach. Der Vater ist fasziniert von Gerbersons Büchern. Besonders von dem Teil, in dem es um das Aufnahmeritual der Schwarzen Waage geht. Er glaubt, dass es irgendwie mit dem Tag der Trennung zusammenhängt. Der Tempel im Nordwindgebirge scheint dabei eine sehr große Rolle zu spielen. Alles deutet darauf hin, dass es sich dabei um eine alte Bastion der Waage handelt. Zumindest nach den neuesten Erkenntnissen des Vaters. Allerdings fehlen ihm noch wichtige Informationen zum Ablauf des Rituals. Und die entscheidenden Seiten wurden wohl gewaltsam aus dem Original entfernt. Und ihr wollt, dass ich dem Vater diese fehlenden Seiten bringe? Korrekt. Und wenn es auf der Welt noch irgendjemanden gibt, der weiß, wo sie sein könnten, dann weiß ich wer. Ein Mann namens Kalia. Wer ist das? Der Kalia? Aus dem Schlechter? Genau. Gerbersons ehemaliger Mentor. Auch ein Assassine der Waage. In anderen Worten, ein gewissenloses Stück Dreck, das über Jahrzehnte hinweg Menschen ermordet hat. Schuldig und unschuldig. Er war sogar bei der Nacht der stummen Töchter dabei. War möglicherweise sogar derjenige, der sie orchestriert hat.
Allerdings hat er nach dem Ereignis die Waage verlassen, so gut man das eben überhaupt tun kann. Er hat eine neue Identität angenommen und lebt seither als Bettler in der Unterstadt. Ich habe ihn schon einmal gesehen. Kein Wunder, dass niemand in ihm mehr das Monster sieht, das er einmal gewesen ist. Er hat den Verstand verloren und versäuft jeden Groschen, den er findet. Einen Groschen! Wenn wir die Seiten finden und ich dem ersten Seher erzähle, wie unabdinglich ihr bei der Sache gewesen seid, wird er hoffentlich in Erwägung ziehen, euch auch für die Expedition anzuheuern. Das ist mein Plan. Kein Bolzensicherer, nein. Aber der beste, den ich habe. Ist schon ein bisschen ein komischer Plan, weil wieso habe ich die dann plötzlich geholfen und so? Aber okay. Okay. It's good. Und wenn er mir einfach nur die Belohnung gibt und dann und mich dann davon schickt? Dann heißt es improvisieren. Okay. In Ordnung. Wo finden wir diesen Qualian? Er lebt momentan in einer der Gemeinschaftsbaracken. Das heißt, wenn er nicht gerade in der Silberwolke irgendwelche Huren vögelt oder sich im falschen Hund einen hinter die Binde gießt. Ich werde euch das Reden überlassen. Besser ist das wohl. Es ist unwahrscheinlich, aber der erste Seher hat seine Ohren überall. Und je mehr ihr mir tatsächlich bei der Mission helft, desto überzeugender wird unsere kleine Geschichte sein. Ah, und eines noch. Mhm. Geht nicht zu zimperlich mit dem Kerl um. Er mag mittlerweile harmlos wirken, aber erinnert euch an das, was er getan hat. Und daran, dass die Nacht der stummen Töchter vermutlich nur die Spitze des Eisbergs war. Jetzt los, kommt mit. Okay, also böse sein. Alles klar. Tara zur Gemeinschaftsbaracke folgen, nur den Monteur. Und er ist weg. Und wir gehen auch weg. Das nimmt ja richtig Fahrt auf, also wow. Questline bis jetzt. Wow, ich bin gespannt. Läufst du weiter? Ich folge dir. Wir gehen bestimmt jetzt erstmal in den Puff. Nein? Doch nicht in den Puff. Auf zur Gemeinschaftsbaracke. Manche Leute wissen einfach nicht, was ihr erfahren ist. Dann wandern wir mal wieder. Und durch da. Unterstadt Marktplatz. Einen Groschen, Monsieur. Nur einen. Ja, ja, das ist er bestimmt. 100 Pro. Es brennt. Das klang sehr unangenehm. Hier müssen wir rein? Okay, mitten in diesem Ladenhüter. Ich muss eben da mal rein, ne? Nicht von Herrn. Alles gut. Ich besuche nur einen Kumpel, ja? Alles wird gut. Na sowas. Unser Freund hat Besuch. Raus hier. Was? Ich sagte raus hier. Wir brauchen 10 Minuten. Danach könnt ihr hier unten wieder so viele Kerle vögeln, wie ihr lustig seid. Ich. Ja, Herr. Natürlich. Arme Hure. Interessant. Warum so harsch? Diese Frau hat euch doch nichts getan. Seid ihr euch sicher, dass er das ist? Na, wir müssen den Bösen raushängen lassen. Ja. Komm, warum so harsch? Das nächste Mal bringe ich einen Blumenstrauß mit. Siehst du, ich wusste, dass das nicht gut ist. Warum interessant? Nichts. Seht ihn euch an. Vollgelaufen bis zum Anschlag. Wundert mich, dass er überhaupt noch einen hochbekommen hat. Soll ich ihn wecken? Soll ich ihn wecken oder soll ich ihn wecken? Ja. Und nochmal. Vergesst nicht, mit wem wir es hier zu tun haben. Er mag erbärmlich aussehen, aber das ändert nichts daran, dass wir es hier mit einem Massenmörder zu tun haben. Ich bin einfach zu nett für solche bösen Quests. Weißt du, so auch diese Hure jetzt. Tatsächlich, wieso ist er denn so... Hätte ich doch auch netter wegschicken können, weißt du? Mit Qualian sprengen. Also, warte, eben kurz räuspern, Schluck Kaffee nehmen und dann gehen wir jetzt in die Rolle des Bösen, alles klar? Auf geht's. Wer seid ihr? Hol mir den Suffkopf jetzt hier. Nylak ist müde. Nylak braucht Schlaf. Na, gib mal jetzt die Fresse, ja? So. Jemand auf der Suche nach Informationen? Das geht euch einen Scheiß an. Ich stelle die Fragen, ihr antwortet. Nylak, euer Name ist Qualian. Qualian?
Nein. 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 Kalian ist tot. Ihr sprecht mit Nylak, seinem Schatten. Aber warum fragt ihr? Wer seid ihr? Jetzt geht's erstmal los. Das geht euch einen Scheiß an. Ich stelle die Fragen und ihr antwortet, mein Freund. Nylak versteht. Oh je. Oh je. Ja. Ihr erinnert ihn an Kalian, als er noch lebte. So viel Zorn in euch. Kalian kannte das Gefühl, wisst ihr? Diese Wut. Diesen kalten, verwesenden Hass. Dann kam der Traum. Und er hat zur Waage gefunden. Zu seiner Bestimmung. Aber er war so blind. Er wollte nicht sehen. Er wollte nicht hören. Und erst, als er die Mädchenleichen vor sich im Staub sah, begriff, was er getan hatte. Jetzt ist Kalian tot. Und Nylak ist seine Strafe. Er hat es verdient zu leiden. Bis ans Ende seiner Tage. Ja, geh ich mit d'accord. Ihr redet Schwachsinn. Wie viel habt ihr getrunken? Dann stimmt es also. Ihr bereut, was ihr getan habt. Reue? Nein. Kalian hat bereut. Nylak ist solche Gefühle nicht mehr würdig. Denn Reue ist ein reines Gefühl. So wie Sühne. Deshalb hasst Nylak. Er hasst sich selbst. Er hasst sein erbärmliches Leben. Und er hasst sich für das Leid, das seine alte Haut über die Menschen gebracht hat. Das ist seine Bestimmung. Erstmal, die Haut ist kein Organ und Hass ist keine Emotion, Nylak. Das solltest du übrigens wissen, ne? Die Nacht der stummen Töchter. Warum habt ihr das getan? Warum habt ihr diese Mädchen ermordet? Laut Gerbersons Biografie tötet die schwarze Waage diejenigen, die sie verraten. Warum seid ihr noch am Leben? Das hat er doch gesagt. Weil Nylak Kalian begraben hat. Die Waage interessiert sich nicht für Nylak. Warum auch? Er ist Gewürm. Das stimmt, ja. So, wie auch immer, wir sind nicht ohne Grund hier. Wir suchen die fehlenden Seiten. Seiten? Nylak weiß nicht, wovon ihr sprecht. Jetzt geht bitte, sofort. Nylak ist müde und er muss schlafen. Also gerade alle durchgenudelt hast, ne? Lass es mich anders formulieren. Ihr hört auf, verwirrtes Orakel zu spielen und erzählt uns stattdessen, was wir wissen wollen. Und dann lassen wir euch vielleicht leben, verstanden? Aber Nylak... Verstanden! Ja, Herr. Nylak hat verstanden. Bitte verzeiht. Also, die Seiten... Ja, natürlich! Nylak erinnert sich! Nylak erinnert sich! Ja, sicher. Kalian hatte sie damals aus dem Buch gerissen. Ah ja? Okay, verdammt, was dieses Gerede von Kalian hat. Nylak, denkt ihr seid Kalian? Scheiße. Seit wann lebt ihr denn hier unten? Wie lange ist es her, dass ihr die Waage verlassen habt? Wie lange? Jahre. Jahrzehnte. Er weiß es nicht. Kalian hatte ein Gefühl für Zeit. Nylak hat es nicht mehr. Verdammt, was soll dieses Gerede von Kalian? Hat Nylak, denkt ihr seid Kalian? Nein! Ich habe es euch doch gesagt! Warum hört ihr denn nicht zu? Kalian ist tot! Versteht ihr? Tot! Und Nylak hat ihn begraben. Oh nein, es tut ihm leid. Bitte, schlagt ihn nicht. Er wollte nicht respektlos sein. Er wollte... Oh, verdammt! Er hat vollkommen den Verstand verloren. Ich schätze mal, dieses Nylak-Kalian-Gerede ist ein Trick seines Hirns, besser mit der Schuld umzugehen. Er hat sich eine neue Persönlichkeit geschaffen. Vorausgesetzt, er hält uns nicht einfach nur zum Narren. Nee, das... Aber warum sollte er das tun? Warum sollte er lügen? Alles gut. Dann zeig uns, wo die Seiten sind. Ja, natürlich. So ist aber fein. Sagt, was wollt ihr damit? Ihr werdet sie nicht lesen können. Das ist mir egal. Ihr werdet uns zu dem Ort führen, an dem ihr die Seiten versteckt habt, und zwar jetzt. Nylak hat keine Wahl. Gut. Er wird es tun. So ist brav, Nylak. Er hat sie vergraben. Zusammen mit Kalian und seinen Erinnerungen. Damals... An dem Tag, an dem die Gardisten ihn hierher gebracht haben. Und wenn ihr es wollt, wird er euch zu diesem Ort führen. Aber eine Frage, Mesa. Wenn er sie euch zeigt, könntet ihr... Nun ja, Nylak hat Hunger. Und er hat Durst. Und er hat keine Groschen mehr.
Stellt ihr ernsthaft Forderungen? Ihr seid ein verdammter Mörder. Ihr könnt froh sein, wenn wir euch am Leben lassen. Warten wir erstmal ab, ob ihr die Seiten überhaupt findet. Dann sehen wir weiter. Ja, Nylak versteht. Gut. Kommt. Folgt ihm. Ich war zu nett, offensichtlich. Nylak folgen. Warte. Wir machen aber jetzt erstmal einen Break, meine Lieben. Ihr habt den Hang kriegen gehört, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen kurze Pause. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder und folgen dann Nylak. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.